Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play. Zu meinem Let's Play Civ 6 zur dritten Folge. Das letzte Mal haben wir, oder die letzten beiden Male, haben wir hier begonnen mit Griechenland auf der Erde zu spielen. Wir haben uns entschlossen, mit den tatsächlichen Startplätzen zu starten, was ein bisschen das Ganze eng macht. Wie ihr seht, wir haben hier die Römer, die Franzosen, eigentlich auch Indien und Ägypten, alles knapp beieinander und noch dazu zwei Stadtstaaten dazwischen. Es gibt aber keine Russen und es gibt irgendwo da hinten die Chinesen. Wir werden also versuchen, da irgendwo in dem russischen Gebiet relativ viele Städte zu gründen, wenn es geht. Weiß ich nicht. Na gut, jo. Machen wir mal weiter. Schauen wir mal, was passiert. Sogar irgendwelche Kämpfe. Irgendjemand kann steigen. Kann befördert werden. Was soll's? Hey, wir haben eine Quest für Kabul abgeschlossen. Wie das? Plus 2 Produktion in Deutschland. Was war das für eine Quest? Frage mich gerade. Na gut, wir haben 2 Gesandten in Hattusha und einen in Kabul. Schauen wir mal, dass wir in Hattusha einen dritten hinkriegen. Also die wir haben die Galeere gebaut, genau. Blub, blub. Ich überlege gerade, ob ich gleich noch eine zweite hinten nachsetzen soll oder einen Siedler. Nein, wir bauen noch eine zweite und danach wird die Mystik fertig sein bald. Da können wir dann, schauen, ob wir die Staatsausrichtung. Nein. Das da. Ob wir die Regierung. Schalten 35 Gold. Vielleicht machen wir das dann, damit wir das die bessere Produktion von Schiffen. Derzeit haben wir da die bessere Produktion von Schiffen drinnen. Und das können wir dann rausnehmen und wieder was Sinnvolles machen. Wie ist denn das eigentlich mit Athen? Sehr gut. Dürfen wir Gold haben. Mit etwas Glück. Ah, das ist schön. Der geht mit seinem Siedler da nicht durch, finde ich nett. Tradition, haben wir eine Inspiration gekriegt, finde ich gut. So, du kümmerst dich jetzt um diesen Speer noch. Dänemark sitzt.
ich auch keinen. Wir schauen uns mal an. Heureka für Steinmetzkunst. Uff. Was braucht man dafür? Na. Energiebaum. Wo ist denn die Steinmetzkunst? Baut einen Steinbruch. Hm, das könnte ein Problem werden. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Dazu bräuchten wir jetzt erst einmal irgendwo Steine, die wir abbauen können. Da gibt es Steine. Aber wir haben ja keine Stadt in der Nähe. Gibt es da sonst noch irgendwo Steine, was wir da schon gesehen haben? Nö. Naja, da gibt es Fell. Obwohl da hinten eine Stadt zu bauen wäre nicht schlecht da. Im Zweistromland. Als nächstes Siedler bauen und darüber transportieren irgendwie. Was ist das, ein Fisch oder ein Wal? Nein, ein Fisch. Dann Seide. Puh. Aber das kriegen wir alles nicht mehr. Und da haben wir ein elendes Baba-Anlager. Was könnten wir eigentlich mit unserem Hopliten nochmal angreifen? Zu angreifen, dann brauchen wir es nicht machen. Was soll das? Schießt er nicht auf unsere Leute? Wieso können wir da nicht durch? Das ist nicht gut. Katharo sperrt uns den ganzen Weg ab. Nur durchfahren, verdammt nochmal. Das heißt, wir haben jetzt Schiffsbau Heureka gekriegt. Das ist perfekt. Mega perfekt ist, dass diese blöden Schippernageln hier ziemlich eingesperrt sind. Das nicht in irgendeiner Form verbessern, indem wir, ach Gott, ja, wir müssen ihre Dings, wir müssen ihre Vertrauen gewinnen. Aber wie soll ich das machen? Nur mit Mystik, da kriegen wir einen Gesandten, aber lieber würde ich den Gesandten, nach Hattusha setzen, weil durch Hattusha muss ich auch gehen. So, dann bauen wir da wieder einen Siedler. Aber wir werden hier die Seefahrtsindustrie ersetzen durch mehr Produktion.
sowohl der Siedler als auch dieser Händler schneller werden. Warte mal, wir sollten doch schon einen Pantheon gegründet haben. Wieso haben wir das noch nicht? Wir haben erst 24,7. Kann ich da in der Zwischenzeit was anderes machen? Das zum Beispiel. Ja, das geht. Ha! Haha, na gut. Einen Pantheon werden wir ja jetzt hoffentlich doch gründen. Nächste Runde. Gegründet. Schauen wir mal, ob ich dann mehr zahlen muss als 25, wenn Ägypten jetzt einen hat. Ah, sehr gut. Tötet er irgendwelche Aufklärer von irgendwelchen anderen Ländern? Finde ich gut. Jetzt brauchen wir einen Pantheon. Was brauchen wir für einen Pantheon? Platz ist ein bisschen wenig hier. Das ist eine Kultur durch Weiden. Nein, 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 nein. Wir haben Wein. Und da gibt es irgendwas mit Wein. Göttin der Festen. Aber plus eins Nahrung durch Wein. Nahrung ist ja wohl wurscht, oder? Hm. Was haben wir noch? Kupfer und Eisen, das heißt Bergbau, plus eine Produktion durch Minen auf strategischen Ressourcen, also auf Eisen. Gibt es auch was für Kupfer? Plus, na, Militäreinheiten wollen wir nicht mehr produzieren. Plus 25% Produktion für Bezirke in Städten, die keinen Spezialbezirk haben. Das heißt für den ersten Bezirk. Der erste Bezirk wird leichter und schneller gebaut. Hm. Oh Gott, der Heilung. Mal schauen, was an. Was wir alles kennen. Plus eine Produktion durch Sumpfoase und Schwemmland. Fischerboote wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Hm, das könnten wir uns überlegen. Plus eine Produktion pro Fischerboot. So, was haben wir denn da? Plus 15% Produktion von Wundern. Hm. Naja, weiß ich nicht. Ich glaube, wir werden eher Truppen brauchen. Plus einen großen Persönlichkeitspunkt durch heilige Stätten. Hm. Naja. Fischerboote, das klingt schon mal ganz gut. Schauen wir mal, wie viele Fischerboote hätten wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6 alleine bei Athen. Wenn wir da drüben noch eine Stadt bauen, haben wir da das 7. Vielleicht sollten wir. Puh, oh, das war gar nicht so schlecht. Und Korinth kann rein theoretisch den Fischer auch noch kriegen. Wieso nicht? Produziert Athen wirklich viel schneller? Aber das doch klappt. Ich sage gern, dass ich militanten Mystizismus betreibe. Ich bin mir mancher Dinge absolut sicher, über die ich nichts Genaues weiß. Das ist ein guter Spruch.
Alter, wir haben eine Party ausgezeichnet. So, und wir haben Mystizismus. Wir könnten im Prophetenpunkte investieren, damit wir eine Religion gründen. Vielleicht gar nicht einmal so dumm. Warum hat die da so ein Ding, so ein... So ein Rufzeichen? Ach ja, machen wir doch glatt. Jetzt haben wir da eben mehr Produktion in dem ganzen Fischzeug. Dann können wir das doch glatt machen. Wobei wir haben, glaube ich, erst ein einziges... irgendwas anderes machen statt Glauben und Gold. Können da auch mehr Produktion machen. Nee, Politik bestätigen. Mein Oberhaupt, wir haben einen Gesandten zur Verfügung. Wir können den Gesandten benutzen, um die Gunst eines Stadtstaats zu gewinnen. Und mehr, was sieht der andere zu einem einzigartigen Bonus von Natusha, bietet euch eine von jeder strategischen Ressource, die ihr enthüllt habt, jedoch nicht besitzt. Was für eine strategische Ressource könnte das wohl sein? Pferde. Würde uns wahrscheinlich Pferde liefern, wenn wir das machen. Setzen wir den Gesandten ein. Ha! Wir haben hier plötzlich Pferde. Warte mal. Ein Gesandter bei 100 Einflusspunkten. Das heißt, wir kriegen auch so Gesandte. Das ist ja nett. Plus ein Einflusspunkt pro Runde. Ich bin 39 Runden offensichtlich. Okay. Ich hoffe, mein Siedler ist bald fertig. Warte mal. Okay. Das ist gut, aber offensichtlich gibt es da noch viel bessere Felder. Statt dem Wein könnten wir schon das da produzieren. Das würde weniger Geld machen, aber dafür mehr Produktion. Nein. Wie kann ich denn den wegmachen? Gott. Wieso kann ich das nicht einfach so verschieben? Könntest du mir bitte... Ach Gott. Okay, das will ich behalten. Wenn ich das jetzt mache... Ah. Okay. Gut, finde ich gut. Braucht aber noch immer 11. Irgendwann wird das noch wichtig, wenn wir viel, viel mehr Truppen haben. Ja, ja. Arsch. Da schießen irgendwelche Leute auf diese Truppen. Wird Zeit, dass mein Hub da runterkommt. Was sind das für Monster?
mögen die Mächte des Bösen verwirrt sein, während dein Pfeil sich seinem Ziel nähert. Ja, okay, so sein. So, Geilmodus. Du bleibst einfach stehen. Ja, verdammt, hat Tuso den Fisch für sich beansprucht. Finde ich nicht richtig. Ja, das sind Berge. Ich habe mal sagen lassen, es gibt vor allem irgendwelche Zentren, also irgendwelche Bereiche. Was ist das jetzt? Ich will diese Legende nicht sehen. Geh weg, Legende. So, wir wollen Schiffsbau, weil ermöglicht allen Landeinheiten das Wasser. Finde ich gut. Und den Koloss könnten wir auch bauen, rein theoretisch. Und eine Quadrimäre könnten wir machen. Machen wir mal Schiffsbau, sicherheitshalber. Selbst mit der Kran lag der Speer. Mein Oberhaupt, wir ziehen allmählich die Aufmerksamkeit der großen Persönlichkeiten. Das will ich doch hoffen. Je mehr Spezialbezirke wir bauen, desto ich. Ja, ich bin auch dafür, dass wir Spezialbezirke bauen. Okay. Wenn wir da hier gehen. Geht er vielleicht nicht weiter. In Athen. Schauen wir mal. 4 von 5 Wohnraum. Naja. Wir haben eh noch einen Wohnraum. Was wollt ihr eigentlich? Ein dankbares Gesocks. Das ist fürs frühe Reich. Wundervollendet. Trajan hat den Bau des Weltwunders Stonehenge abgeschlossen. Schauen wir was an. Das hätte man sogar sehen können, dass er das macht. Apropos Weltwunder, vielleicht sollten wir das nachher auch irgendwo nochmal starten. Es gibt ein paar Weltwunder, die sicher sinnvoll sind. Hm, das finde ich gut so. Wieso mag er Leute, die eine beeindruckende Streitmacht haben? Ich dachte, er ist friedlich. Ah, verdammt. Was tust du da? Ich dachte, du bist dran. Wir können die nicht die Landeinheiten angreifen da. Was? Mach's da mal auf. Ich stehe da rum und halt euch auf. Und
nächste Runde. Finde ich gut. Kajan baut keine zweite Stadt. Mal sehen, was. Was haben die da jetzt gemacht? Die sind da drüber gezogen wie so eine das war mal der Kämpfer. Warte mal. Nein. Könntest du bitte Handel treiben? Und zwar, ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht vielleicht mit Athen Handel treiben sollten, einfach deswegen, damit wir da endlich eine Straße kriegen. Auch wenn das jetzt nur ein Essen und eine Produktion bringt, während andere Städte wie Paris oder Rakedet oder Hattusche einfach viel mehr bringen würden. Aber machen wir das einmal. Dieser Handelsweg wird unserer Zivilisation nicht nur Reichtum bringen, sondern auch allmählich Straßen zwischen unseren Städten entwickeln. Ja, ja, deswegen mache ich es ja. So, wir haben einen Handelsweg, wir haben einen Bonus für Währung gekriegt, finde ich gut. Ein zweiter Handelsweg oder ein dritter wäre vielleicht noch schön. Wir könnten die hängenden Gärten bauen. Die bringen zwei Wohnraum. Was bringen sie sonst noch? Alle Städte wachsen um 15% schneller. Nicht schlecht an und für sich. Das Orakel kann man nicht bauen. Dafür brauchen wir nämlich einen Hügel. Obwohl, ich den sogar hübscher fände. Wir werden Handwerker bauen. Die werden wir bald wieder brauchen. Wenn wir da eine neue Stadt bauen. Finde ich gut. So, schauen wir mal, was als nächstes passiert. Genialen Bonus gegen diese Pferde. Stärke 39. Na dann. Auch den Hügelbonus auch. Eure Speerkämpfer sind sehr effektiv, aber eure Gegner sind stärker und schneller geworden. Vielleicht hilft da eine längere Waffe. Fortfahren. Für Militärtaktiken haben wir einen Bonus bekommen. Geschicklichkeit ohne Fantasie ist Handwerk und bringt uns vielerlei nützliche Dinge wie geflochtene Picknickkörbe. Finde ich gut. Okay, ändern wir den Tick, schauen wir mal. Ah, wir könnten Handwerker schneller produzieren. Das finde ich gar nicht immer so blöd.
Stadt Glauben und Gold in der Hauptstadt. Dann produzieren wir schnell mal ein paar Handwerker. Das ist gut. Produzieren wir schnell mal ein paar Handwerker in den beiden Städten. Sobald der da fertig ist, brauchen wir dann vielleicht noch einen zweiten Handwerker. Zu dem hier. Erstens könnte man dann das Eisen abbauen, das könnte man nämlich verkaufen. Auch den Wein könnte man noch abbauen. Ah, so viele Dinge, die wir abbauen könnten. Aber am wichtigsten wäre mir, diesen Stein da unten abzubauen. Das heißt, wir bauen da unten eine Stadt. So, was machen wir als nächstes? Wie mir gesagt, wir brauchen Staatsdienertum. Wir machen mal das frühe Reich. Dann schauen wir, dass wir mal einen Spezialbezirk bauen. Das ist echt ein bisschen mühsam, was ich da alles bauen will. Aber gut soll sein. Ich habe mir ja, wie schon gesagt, das eine oder andere Let's Play dazu angeschaut. Und diese Leute, die das spielen, die sind ja irre. Ich meine, die spielen nicht auf so einem niedrigen Level wie ich. Aber die planen schon voraus, wo welche Bezirke hinkommen. Das finde ich abstrus, wenn sie irgendwas erforschen. Das Glück. Ich hab's befürchtet. Es wäre schon nett gewesen, wenn das uns machen hätte lassen. Wir sind viel qualifizierter für sowas. Wir sind nämlich eine Großmacht, nicht so wie ihr blöder Stadtstaat. Ja. Na gut, an dieser Stelle werden wir für heute Schluss machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann, wenn ich schaffe, das Ding abzudrehen.